Hallo Ibims. Warte, ich fange an. Hallo Ibims, der Luki. Hallo Ibims, die Maggie. Hallo Ibims, der Pierre. Okay. Heute kommt die nächste Ausgabe mit Fit mit Moin Moin. Heute die Aufgabe der Seestern. So, der Pierre führt heute den Seestern einmal vor. Yeah. Und zwar ist der Seestern eine wunderbare Übung für den Core, für den Bauch. Ja, und der Pierre geht jetzt einmal in die Position. Er legt sich auf den Rücken, streckt sich einmal komplett aus, macht sozusagen eine X-Form aus seinem Körper. Ja, eine Sternform. Deshalb Seestern. Naja, auf jeden Fall führt er jetzt einmal Knie und Ellenbogen zueinander. Hebt seinen Oberkörper an, ganz leicht an. Genau dabei wird geachtet, dass die Lendenwirbelsäule fest am Boden ist. Sprich, den Bauch schön zur Körpermitte ziehen. Wunderbar. Und man sieht, richtig schön Spannung hat der Pierre. Genau so soll die Übung durchgeführt werden. Ja, im Winter werden bekanntlich ja die Sommerfiguren gemacht. Diese Übung ist super ja für die Bauchmuskeln. Hier arbeitet einmal der Rectus Abdominis, der gerade Bauchmuskel, der Obliquus Abdominis, die schrägen Bauchmuskeln. Genau, und hierbei ist zu beachten, dass je mehr ihr die Hüfte und die Schultern in Richtung Decke zieht, es noch anstrengender für euch sein kann. Sehr gut. So, ihr kleinen Seesterne, als nächstes... So, ihr kleinen Seesterne, diese Woche heißt es ja Seestern ausführen. Die Hausaufgabe wären 3 bis 4 Mal die Woche, jeweils 100 Mal den Seestern durchführen und das ist euer Workout. Mehr braucht ihr nicht machen, aber ich denke, das dauert ein paar Sätze, bis ihr das geschafft habt. Ist auch gut anstrengend, die Übung. Ja. Also ausprobieren und nächstes Mal einschalten! Bis